Göttin der Gottheiten besiegt haben, ist nun Orgas, unser alter Lehrmeister, auf der Suche nach uns. Und er hat gemeint, keiner erledigt Asura außer mir. Und ja, das heißt also wirklich, in nächster Zeit wird es zu einem Clash zwischen den beiden kommen. Doch in der Vorschau für die Episode haben wir gesehen, dass es in dieser Episode sehr viel nackte Haut gibt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es wird sicher merkwürdig. Ich meine, Leute, es ist sowas, Brav. Hier ist immer alles ein bisschen merkwürdig. Ich meine, was hatten wir? Alles ist merkwürdig. Ich meine, seitdem wir einen Buddha besiegt haben, der 1 Million Meter groß war und Buddha mit MGs gesehen haben, erwarte ich einfach alles. So, aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit der Episode und schauen, was uns so erwartet. Can't even handle a fall from the heavens. You lack training! Orgas! Relax, son. Enjoy every moment. You fight, then eat good food. You fight, then drink fine wine. You fight, then sleep with beautiful women. Hell, fight with beautiful women. That is what it means to live. I am not like you. So you think. Alter, Leute, was zur Hölle ist denn das für ein merkwürdiges Level? So, okay. Wir dürfen den Frauen nicht auf den Busen glotzen, glaube ich. So, dann planschen wir halt. Blick aus. Leute, was ist das für ein krankes Spiel hier? Es ist so furchtbar, Mann. Also, wer denkt sich sowas aus, Leute? Wer denkt sich sowas aus? Ey, das können echt nur die Japaner sich ausdenken, Leute. Sowas können sich echt nur Japaner ausdenken. Tut mir leid, aber es ist halt einfach so. Es ist halt einfach so. Alter, was ist das für eine kranke... Okay, wir sehen hier unseren Erzfeind Orgas. Der ist hier vor uns. Es wird wahrscheinlich bald zum Kampf zwischen uns beiden kommen. Und solange schauen wir halt einfach hier mal auf die schöne bergige Landschaft hier. Alter, wer denkt sich sowas aus? Trinken wir mal ein bisschen Sake, schätze ich mal. Es ist so furchtbar. Es ist so furchtbar, Mann. Es ist so übelst furchtbar. So, was besteht unsere Aufgabe? Ich verstehe es gerade nicht. So. Alter, Mann. Was? Ah! The world has become a boring place. That fool Deus claims he'll bring salvation to Gaia. He has this grand plan for it all. He actually thinks he's going to save the world. The Great Rebirth. Ridiculous! They're all too dependent on mantra. That is why Wizen and Kalro are so weak. The battles I fight for them are disappointing. They are unsatisfying.
things were different before. Yes, we used to fight side by side. Those were the days. Leute, warum war da auf einmal ein Troll oder ein Gnom oder so in dem Wasser? Ich verstehe dieses Spiel nicht mehr. Und der Typ steht einfach nackt und lacht. So ein geiles Spiel ist das einfach. So ein geiles Spiel. Ah. So, ich glaube, das war die finale Konfrontation zwischen beiden. Er hat ihn einfach weggehauen. So, also dafür den nicht einfach hier auf dem hier einfach anfassen, gell? Da ist er immer traurig wegen hier seiner toten Frau und jetzt auf einmal, ja, so, der Asura, gell? Immer Lügen hier, so. Okay, ich muss mich erst wieder ein bisschen ins Kämpfen reinfühlen. So, also. Bam! Stimmt, wir haben Special-Attacke und dann können wir hier kontern und ansonsten draufhauen, draufhauen. Verdammt. Okay, vielleicht nicht einfach nur draufhauen, so. Bam! Komm, mein kleiner Effi. Mein ganz kleiner, süßer Effi. So, bam! Zack. Ja, okay. Also komm, die paar hier sind doch kein Problem. Okay, ich schätze mal, das ist wieder ein Flashback, wo er sich eben hier in die alte Zeit mit seinem Lehrmeister erinnert. Lehrmeister-Freund, ich weiß nicht, also Freund. Also irgendwie so der Org ist echt sympathisch. Also der ist schon echt cool, der Typ. Kann man schon nichts dagegen sagen. Er ist ein bisschen merkwürdig, aber er ist lustig. So, Goma Pressure und eine Stufe 787. Pff, kinderleicht. Kinderleicht, Leute. So. Anvisieren. Verdammt, da kommt die falsche Taste zum Anvisieren. Ja, aber boah, verdammt. Okay, vielleicht sollte man mal doch drauf achten. So, erstmal machen wir das hier. Dann machen wir das hier. Bam. So, komm. Das tut weh, oder? Das soll es auch, mein Kleiner. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich unsere Wut mal hier voll kriegen wieder. Und dann, ach so, super. Das ist ja richtig leicht besiegtes Vieh. Ich dachte, da muss man jetzt ein bisschen mehr draufhauen. Kinderleicht, Leute, kinderleicht hier. So, bam, 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 bam. Ach stimmt, wir können auch so. Schieß. Aber dann schießen wir einfach auf das Ding. Ich würde schon mal down gehen. Hey, schau dich mal an, wie schnell er diese... wie schnell er die Anzeige da hochgeht. Jetzt haben wir wieder den Modi voll. Jetzt können wir wieder einmal das machen. Und dann können wir einmal hier wieder... Also, ist schon taut. Mann, die sind ja viel zu leicht für uns. Aber ich bin jetzt gespannt, wie das ist, Orgis und ihm abläuft. Also geht es jetzt darum, wer der Frau hier nicht am meisten auf den Busen schaut, oder? Also wenn das hier die Aufgabe ist, dann glaube ich, habe ich verloren. Aber warum war da auf einmal so ein hässlicher Gnome in dem Wasser? Ich blick dieses Spiel nicht so ganz. Es ist halt sehr japanisch. Ich glaube, so kann man es gut bezeichnen. So, hüpfen wir ein bisschen durch die Gegend. Und da kommen wieder ein paar liebe, nette, süße, putzige von den Goma. Aber was ich echt interessant finde, Orgis, habe ich ja immer schon gesagt, ich freue mich auf die Konfrontation zwischen den beiden. Aber was ich interessant finde, Orgis scheint mir jetzt auch wirklich nicht so besessen von diesem Plan zu sein, was hier immer der, wie ist der nochmal, der Deus hat. Also er glaubt, wie es aussieht, auch nicht mal an diesen Plan. Das ist auch sehr interessant. Weil ich dachte ehrlich gesagt, die ganzen Götter sind hier gegen uns und wollen uns töten. Aber er scheint halt einfach nur darauf begierig zu sein, irgendeinen coolen Kampf zu haben und einen Gegner zu haben, der ihm eine Herausforderung darstellt. Ist interessant. Das heißt also, eigentlich ist er bis jetzt, naja, das heißt nicht, dass er die kleinste Bedrohung ist. Das heißt einfach, er ist die größte Bedrohung, weil er macht es ja dann einfach nur zum Spaß, dass er hier uns tötet. So, gleich immer unsere Wutanzeige voll. Bam! Alter! So, das ist geil, das ist jetzt Wut. Okay, da haben wir wieder so eine Schildkröte. Diese Viecher sind echt nervig. Au, die hat ein bisschen mehr drauf als ihre Zwilling, Schwester, Bruder, wie auch immer. Aber okay, der Attacke kann man eigentlich relativ easy ausweichen, finde ich. So, komm. Ach verdammt, das könnte man ja unsere Special-Attacke machen. Egal, hauen wir einfach so drauf. Also, okay, mit der Attacke treffen wir sie gar nicht, aber wir können das.
Und jetzt. Oh, jetzt kommt wieder das. Es sieht so übelst brutal aus. Das gefällt mir. So, okay, komm. Special Attack. Na, verdammt, die ist ja schon wieder aufgestanden. So. Weg da. Diese Schildkröten sind nervig. Die sind nicht stark, aber sie machen immer so ätzende Attacken. Jetzt, glaube ich, hat sie uns getroffen. So. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen hier Tempo zulegen. Bam. So. Können zwar jetzt hier wunderschön mein Ding machen, aber ich habe keine Lust. So, die da vorne hauen, aber das lohnt sich ja nicht mehr. Komm. So, wenn wir so hier draufhauen, dann kriegen wir auch unsere Wutanzeige voll. So. Ey, warum hat die uns schon wieder getroffen? Oh, da ist noch die Nozeros. Scheiße. Ist egal, wir machen einfach Wut. Wut. Einfach die ganze Zeit Wut. 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 Ey, das ist ja nicht Wut. Das ist ja. Ja, aber zumindest diese starke Attacke so. Es geht ja in diesem Spiel echt immer nur in jedem Kampf darum, einfach die Wutanzeige voll zu kriegen. Alles andere ist egal. Ah, und jetzt machst du wieder diesen hässlichen. Diesen Dreher. So, und jetzt kommen wir wieder hin und. Bam! So. Ich muss nicht mal hier wieder auf den Boden fliegen. So, das ist die Note, das ignoriere ich einfach. Scheiße. Ah! Super. Alter Mann, geh mir aus dem Weg, die Note, ich habe keinen Bock auf dich. So. Komm, und gleich haben wir wieder unsere Wutanzeige voll. Mann! Das trifft mich aber jetzt ein bisschen sehr oft. Egal. So. Komm. So, komm. Gleich haben wir es. So, wir haben 3/4 des Balkens ist voll. So, dann verpassen wir mir jetzt noch die letzten Schläge. Komm, es ist gleich down. Hab ich gerade geblockt? Ha, geil! Cool. Hä? Ich stand irgendwie einen Meter zu weit weg von ihm, um ihn zu treffen, aber egal, komm. Geh mir nicht auf den Sack! Hab keinen Bock auf dich. Du bist in Not raus, Viech. Jetzt machst du schon wieder die Attacke. Mann, der kann man schon nicht ausweichen, oder? Der Attacke. So, ist jetzt nicht mal schwindelig. Verdammt, ah, da hätte ich meine Wutanzeige voll machen können. Egal, komm. Wir haben sie auch so gleich voll. Komm. Und jetzt heißt es. Boot. This to your master, Asura. I have not yet had my fill. You never taught me how to stop my fists. In that case. You get there first! Now then. Let's settle this. To be continued. Wie sage ich immer so schön in meinen Recaps, das war eine Überleitungsfolge und genau das war es hier auch, Leute. Aber auf was ist das eine Überleitung? Auf den Kampf zwischen... Oh, zwischen den beiden. Es wird phänomenal geil werden. Ich kenne den Kampf ja schon, weil es der Kampf aus der Demo war. Und ich bin so gespannt, Leute. August, unser ehemaliger Meister, kämpft jetzt hier gegen Asura. Oh, ich bin so gespannt auf... Es wird so geil werden, Leute. Es wird so, so geil werden. Da wette ich drauf. So, dann erstmal jetzt wieder hier Comic lesen. Ich bin so gespannt. Es wird so geil. Okay, wie man sich da auch wirklich am Ende denkt, ja, okay, beide stehen und dann auf einmal aufstehen. Und dann, ich dachte mir so, was ist jetzt? Ja, okay, jetzt reden sie noch ein bisschen, dann bumm. Sehr geil. Irgendwo auf Shinto. Was ist Shinto? Doji-Soldat A. Man sagt, wie der August ist losgezogen, um einen Gefallenen zu finden. Doji-Soldat B. Der Verräter war Gebieter Argus Schüler, nicht wahr?
Dojo-Soldat C. Glaubt ihr, bereits Gebieter Argos sympathisiert mit dem Gefallenen? Dojo-Soldat A. Sympathisiert? Das ist lächerlich. Gebieter Argos zeigt von den sieben am wenigsten Gnade. Ich glaube, dass er den Verräter erledigen wird. Wo ist der Gebieter hingegangen? Zu Kanozi-Quelle, Gebieter Argos. Badet dort immer vor der Schlacht. Gegen Gebieter Argos ist der Gefallene mit Sicherheit totgeweiht. Ich werde da nicht so sicher. Gebieter Weisen und Gebieter Kaldor wurden besiegt. Wer kann schon sagen, dass sich Gebieter Argos besser schlagen wird? Ihr habt Gebieter Argos offenbar noch nie in der Schlacht gesehen, denn dann würdet ihr solche Sachen nicht sagen. Ich weiß, dass von den Tausenden von Jahren bin ich ein Soldat im Schöpfungskrieg gewesen. Niemand kann Gebieter Argos besiegen. Er konnte sogar stärker als Gebieter Deo sein. Jetzt ist es genug mit eurem Gerede. Bewegt euch! Ja, Herr! Asura and Argus's duel to the death begins. Their battle breaches the limits of possibility and breaks into the heavens. The intensity increases with each crushing blow. Who will be the victor, student or master? The outcome is unknown, even to the gods. Nächsten Part werden wir Kapitel 11, die letzte Lektion, machen. Und Leute, das wird das Duell, warum ich mir dieses Spiel überhaupt gekauft habe. Ich habe die Demo gespielt und das da hat mich so beeindruckt. Man hatte den Kampf gegen Weisen, der war geil, er war halt riesig, aber der war nicht annähernd so gut wie dieser Kampf, der jetzt kommt. Leute, seid bereit auf den besten Part wahrscheinlich von Azura's Wrath. Bis zum nächsten Mal, euer MC Mafix, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.